9. Eieieiei. 10. Ah, da haben wir schon eine Menge Zeit. 11. Und jetzt kommt er bestimmt wieder. 12. Und jetzt kommt gegen Klingeln, jetzt kommt er. 13. Habe ich mich einmal verzählt? 4 Schritte. Oh mein Gott, 4 Schritte. Ach, der läuft hier rum oder was? Ah, jetzt. Nee. Der läuft hier rum. Gar keine Ahnung, wo ich hin soll. Soll ich jetzt hier runter? Aber doch, von hier sind wir gekommen, ne? Von hier sind wir gekommen. Gehe ich da lang. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte das nicht mehr. Wow! Alter! Kleiner, gesichtsloser Mensch! Kommt er mit dem Messer auf mich zu? Digga, stimmt nicht mit dem. Ist er noch bei mir? Typisch Priester. Haben wir sonst nichts zu tun. Ja, aber hä? Ich habe gar keine Aufgabe, ne? Irgendwie keine Aufgabe. Also ich sag mal, bis jetzt waren alle ziemlich cool. Aber ich finde, das ist ein bisschen nervig. Ich hätte ja auch gesagt, wir müssen hört man, wo die Glocken herkommen? Nee, ne? Hört mal, wo die Glocken herkommen? Ich glaube nicht, ne? Weil sonst würde ich sagen, dass wir die Glocken kaputt machen müssen, damit er nicht mehr durchdreht. Oh doch, man hört es, glaube ich. Der ist, glaube ich, bei uns irgendwo, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Oh, kann ich ein Gebet halten wieder? Hier ist ein Buch. Ich kann auch kein Gebet halten, okay. Außer was Neues, Leute. Das hier ist doch mal was Neues. What the fuck? Jetzt bin ich ja... Nee, hä? Geht's auch nirgends zu lang, ne? Da würde es lang gehen. Im Nachbarraum. Finde ich niemals. Führt hier irgendwo einen Weg lang? Nee, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Ich renne jetzt hier schon wieder sinnlos durch die Gegend.
Bin ich vorhin von da oder von da gekommen? Ich glaube von... Von hier bin ich gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt nach da. Ist vielleicht der andere Weg runter? Ist er über uns oder ist er hier? Das ist derselbe Raum, nur spiegelverkehrt. Das ist der andere Weg. Ich glaube, hier geht es jetzt ganz runter. Und dann sind wir auf der anderen Seite. Genau. Nein, es ist exakt derselbe. Das kannst du keinem erzählen. Und da unten ist er. Juhu! Hier! Hier bin ich! Wie kommen wir da hin? Auf jeden Fall nicht hier lang, ne? Das heißt, wir müssen seinen Spuren theoretisch sogar nach und uns dann wirklich verstecken, weil er ist ja... Er ist ja da. Das ist schon eine ziemliche Kacke hier. Aber sie sind nicht gerade einen ganz anderen Weg gegangen. Wie kann es denn sein, dass wir wieder hier sind? Holy crap, Digga. Holy crap, geh weg. Hau doch von hier ab, Digga. Okay, er geht tatsächlich. Und raus hier. Er ist, glaube ich, von hier gekommen, ne? Aber ist halt jetzt auch die Frage, teleportiert er sich? Ich glaube, er kann sich aber teleportieren. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist mir ein Rätsel. Aber ich glaube, der kann sich teleportieren, weil der kann niemand so schnell hierher gekommen sein. Hier ist eine Tür. Die geht auch nicht auf. Müssen wir Schlüssel finden? Also wenn ja... da bin ich gar nicht in der Fassung dazu, nach Schlüsseln zu gucken. Geradeaus weiter. Guck mal, es gibt immer das rote Licht. Ich folge jetzt mal immer nur dem roten Licht. Ich glaube, rot ist ja... Alles zu, Digga. Okay, rotes Licht ist böse. Kann einen gegebenenfalls zum Ziel führen. Bin ich halt wieder hier. Oder ist es ein anderes woanders? Yo! Das ist auch neu. Ach du Scheiße. Das ist definitiv auch neu. Ich mach mal ganz kurz alle weg, ne? Kann sein, dass hier irgendwas versteckt ist. But I don't think so. Einfach nur wieder ein Raum. Mit Scheiße. Können wir den Priester nicht einfach umbringen? Dann haben wir doch gar kein Problem. Oh! Oh! Du hast folgenden Schlüssel. Kruzifix. Oh! Schlüssel mit Kruzifix. Sehr gut. Wo ist rot? Oh, wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Hier. Rot. Rot, da lang, ne? Schlüssel mit Kruzifix, genau da. Hier haben wir ein Kruzifix. Perfekt. Okay, wir sind bei irgendetwas. Wir kriegen einfach
nächsten Schlüssel. Mit Klingel. Schlüssel mit Klingel. Das klingelt schon mal ganz gut. Schlüssel mit Klingel. Wir haben eigentlich nur eine zu Tür, oder? Schlüssel mit Klingel. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen nach Lichtern Ausschau halten. Geht's hier lang? Okay. Ist das der Raum, wo wir gerade eben waren? Kann ja gar nicht sein, oder? Das kann ja gar nicht sein. Zumal der ja... Ach doch. Na klar, doch. Klar kann das sein. Gut, dann müssen wir jetzt hier wieder lang. Jo! Mit Klingel. Hier ist wieder rot. Achso, weil das eben der Raum ist. Jetzt die Frage, da ist ja auch rot, ne? Ist das der Weg hierher, der uns hierher geführt hat? Oder führt der uns schon wieder weiter? Ich glaube, der hat uns einfach dahin geführt, wo wir jetzt sind. Ah, warte mal, hier ging's. Oh, okay, gut. Die Tür ist jetzt auch auf. Der kann ja eigentlich gar nicht hier sein, weil wir haben ja jetzt frisch aufgeschlossen, ne? So in der Theorie, aber der wird wahrscheinlich hierher kommen. Oh. Ja. Alter, okay, wenn du es einmal begriffen hast, ist es machbar. Amen. Kann der jetzt kommen und uns wegmachen? Der steht da, oder? Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich glaube, der ist da. Oh ne, halt, da ist noch einer. Keine Ahnung, was das ist, aber da ist auf jeden Fall irgendwas. I made it. Ende. Errungenschaft freigeschalten. Fernal Crime. Oder was? Fernal irgendwas. Oha! Der Tag der Beerdigung, Leute. Ach so, wir überwältigen unsere Ängste oder alles, was so passiert ist. Wir überwältigen das. Jetzt sehen wir hier nochmal, was halt passiert ist, ne? Oh, schon traurig, Alter. Es ist schon traurig eigentlich. Oh. Er hat seine geliebte Frau verloren. Also, wie wir das alles nochmal so verarbeiten, als Trauma. Ist halt nur die Frage, sind wir jetzt in der Psychiatrie und verarbeiten das? Oder haben wir Albträume oder sind wir halt einfach nur durch? Kommen wir zum wahrscheinlich vorletzten Abschnitt. Goldie Verne. Oh, bitte nicht wieder so eine... I fell asleep. I need to find a place to drink coffee. Oha, wir können selber fahren. Okay, das ist cool, dann fahr ich doch direkt wieder. Das ist ja, hä? Das ist gar keine Frage. Da war irgendein Warnschild. Hm. Schon schade. Als ob hier... Was? Pass auf, wir wären 3 Meter nach vorne. What the fuck? Als ob das geht. Als ob das geht. Als ob wir jetzt irgendwo hinfahren, Digga. Wir fahren halt jetzt einfach irgendwo anders hin. Vor allem scheint mir die Straße... Oh, ist das freaky.
Als ob das geht. Wo fahren wir denn jetzt hin? Da haben wir das nächste Auto. Was wir wahrscheinlich von der Straße abbringen werden. Ich meine, hier fahren ja sogar Autos. Das muss ja... Hä? Oder man kann... Die haben das... Das ist bestimmt scheißegal. Du kannst entweder... Entweder von der einen Seite fahren oder von der anderen. Das ist bestimmt so ein... Ja, hier ist ein Café. Das ist bestimmt so ein Rundum-Track. Ist scheißegal, wie rum du fährst. Du kommst wahrscheinlich so oder so immer zum Café. Alles klar. Also ich schwöre, wenn wir jetzt in die andere Richtung fahren würden, was ich jetzt nicht mache... Oh, here, I can have a coffee. Kommst du einfach zum selben Café, nur von der anderen Seite. I need to close the door. Alles klar. So, wir haben die Tür geschlossen. Ich mach sie wieder auf, ne? Ich mach sie wieder auf. Ihr wisst ja, wie ich bin. Okay, tanken anscheinend gleich auch noch. Hier sieht's noch viel zu normal aus. Irgendwas Schlimmes wird passieren. Da flackern schon die Lichter. Na, Digga, Stromrechnung nicht bezahlt. Alter, das bezahle ich nicht. Ist das der Eintrittspreis hier in den Laden oder was? Hallo. How far away is Roseburg? Straight through the woods. You can get there in 10 hours if you don't want to get lost. Left through the woods might be faster if it's not close. Thank you. Can I get a cup of coffee? I'm exhausted. Immer nur geradeaus. Bahnübergang links. Bahnübergang links, Leute. Merken. Alter, wee. Cool, wir können den jetzt trinken, wir können aber anscheinend auch... Natürlich, sorry, Kaffee ist natürlich... Alter, hast du den mit Empathie leer gemacht, oder was? Noch eine! Oh, du noch eine Tasse Kaffee. Noch eine Tasse Kaffee. Okay, anscheinend nicht. Können wir uns hier ein bisschen durchlürken? Oh, guck mal, wir können sogar... I need to close the door. Ach, du bist ja zimperlich. Okay, wir müssen Rotes Eisberg erreichen. Er ist weg. Ganz ehrlich, wenn er weg ist, können wir doch den Laden jetzt ausrauben, oder? Rotes Eisberg. Können wir nicht einfach in den Wald reinlaufen und gucken, was passiert? Oh, guck mal, rot. Rot ist doch immer so ein... Okay, wir kommen da einfach rein. Warum glaube ich, dass wir jetzt nicht losfahren werden? Irgendwas passiert hier, ne? Ich glaube, wir werden nicht losfahren, Leute. Wo ist denn jetzt eigentlich hin? Oh, kannst du mal bitte auf der hinteren Sitzbank gucken? Oh, je, je, je. Okay, immer geradeaus. Oh, warte mal.